Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Wir machen heute was ganz Neues. Freddy, hör auf! Ich hab dir gesagt, du sollst mit diesem... Ey, reiß den Stefan! Du sollst mit dem religiösen... Ey, reiß den Stefan! Du hörst mit dem religiösen Kram. Ich glaub, so geht wir tauchen! Wir brauchen das noch! So, na, so geht tauchen! Du heißt jetzt Jürgen. Und wenn du ein christlicher Name? Ich weiß auch nicht, Leute, was das war. Ich glaube, das waren diese Hypnotiseure. Wo wir gerade schon beim Thema waren. Wir packen heute die 10 Verbote von Joke. Leute, wir machen heute was ganz Besonderes. Und zwar machen wir gemeinsam heute Tomato Temple aus Fortnite, aus Pizza. Die Idee stammt von der lieben Sophie. Das ist die Freundin von Thomas. Thomas, mein ehemaligen Cutter, das ist der Bena hinter der Kamera da. Er ist noch vorproduziert, deswegen arbeitet Thomas noch da. Es reicht, Thomas, du hast noch ein paar Arbeitstage. Ich bitte dich, dass du es weitermachst. Sophie hat auf jeden Fall auch ein Video veröffentlicht auf ihrem Kanal. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung zu diesem wunderbar schwarzen Teig. Das sieht erstmal aus wie die Concrafter Pizza Gehwegplatten. Schaut da auf jeden Fall gerne mal bei Sophie am Kanal vorbei, wenn ihr wissen wollt, wie dieser Teig entstanden ist. Ich finde das nämlich sehr interessant, weil das ist nämlich tatsächlich ganz normaler Pizzateig, aber der ist schwarz. Warum ist er schwarz? Weil da aktivierte Kohle drin ist. Und das sieht absolut ekelhaft aus. Aber wer hat die Kohle denn aktiviert, ist die Frage. Hör auf, die zu essen, Mann! Freddy, wenn du Hostien haben willst, dann geh in die Kirche. Tritt wieder ein, zahl Kirchensteuer, aber so nicht, Kollege. Ich bin in der Kirche. Ich bin in der Kirche. Da bist du selber schuld. Ich würde sagen, Leute, wir fangen jetzt erstmal. Au! Stopp! Ich würde sagen, wir fangen an. Und zwar müsste dieser Boden nämlich hier noch einmal gebacken werden. Ihr seht das eben, der ist noch ganz wabbelig und labbrig. Riecht aber schon. Also man kann wirklich halt. Ja, das war hast du jetzt super schlau gemacht. Ne? Klasse, bravo. Auf Wiedersehen, wir sehen dich in der Stunde wieder. So. Wie lange backt denn so ein Ding? Viertelstunde ungefähr. Viertelstunde, okay. Sophie, du hast vorne noch ganz viele leckere Zutaten. Super viel Tomate. Ne? Tomato-Tempel besteht ja größtenteils aus. Eigentlich aus Stein. Aber. Ja, aus Stein, aber oben drauf ist eine große Tomate. Und so. Genau. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, die Dinger zuzuschneiden, oder? Richtig. Richtig. Wie machen aber wir müssen das? Die zuschneiden. Ja, meinst du, sieht das ansatzweise aus wie Fortnite? Ich hab seit 4 Seasons nicht mehr gespielt, glaub schon. Ja. Tatsächlich sehen manche Bereiche der Map so aus. Nein, wie machen wir jetzt? Erzähl. Also, ich würde es folgendermaßen machen. Und zwar dieser Tomato-Tempel. Ja, genau. Wir haben den Teig schon fertig, Freddy. Also, okay. Es ist einfach. Okay, ja, bitte, wie fangen wir an? Okay, also der Tomato-Tempel ist ja quasi eigentlich so ein Turm in der Mitte und an der Seite gehen ja diese Treppen hoch. Richtig. Und deswegen würde ich sagen, dass jetzt zuallererst mal so ein. Gönn dir. Und? Kleiner Snack für zwischendurch. Weil ich liebe Tomatenmark so sehr. Echt? Ja, weil der Freddy, weil der Marc gern Tomatenmark mag. Ah, oh. Gut, ja, Treppen. Das ist die Bodenplatte, nehme ich an. Nö. Die dickste. Das ist die Bodenplatte. Okay, wie fangen wir jetzt am besten an? Ich würde einfach mal sagen, dass wir das in so Vierecke schneiden, dass wir das so unterteilen und dann haben wir aufeinander stapeln können. Aber in kleiner werdende Vierecke, ja, damit das ja diese Stufenform ergibt, ne? Ja, nee, weil du hast ja, wie gesagt, in der Mitte einen Turm, der ist überall gleich und an den Seiten genäht. Ah ja, so sieht er aus. Ja, stimmt. Ja, der ist halt doof. Ja, wie machen wir das am besten? Du bist doof. Ja, komm, ja, komm das mal. Stimmt. Hier, pass mal auf, Sophie. Damit verdiene ich mein Geld. Schneid mal, wie du meinst. Ich hätte genau das gleiche gemacht, weil ich auch nicht 100% sicher bin, was wir tun jetzt. Aber mach mal. Ich hab so eine ungefähre Vorstellung, aber ich lasse sie. Genau da hätte ich nicht angesetzt. Oh, jetzt schon das ganze Freddy. Nein, alles gut, alles gut. Das ist natürlich hier, guckt euch mal das so an. Sieht so geil aus, guckt mal, Leute. Das ist der geile, erstmal die Nase reingesteckt. Gut, ich esse das dann. Der teiggewordene Traum von Concrafter, Alter. Jede Frau von Concrafter sollte so aussehen. Ist ja ganz klar. Ist ja logisch. Keine Ahnung, was ich hier labere. Das ist auf jeden Fall der echt gute Pizzateig von meiner Oma. Ne? Das Rezept ist ja beste Pizza auf der Welt. Verkohlt? Nee, ohne die Kohle natürlich. Also so, bitte. Okay. Warte mal, du hast den hier gar nicht gerade angelegt. So, ich möchte auch mal schneiden. Aber warum machen wir denn jetzt so Längsdinger? Damit ich da so Blöcke draus machen kann und das stapeln dann. Weißt du, was ich meine? Haben wir hier geile Brote. Was machen wir jetzt? Jetzt würde ich das auch nochmal so quadratisch schneiden quasi, dass man da... Ist aber schon alles schief geschnitten, merkst du selber, ne? Ja, das ist ja egal. Der ist ja auch nicht wirklich perfekt. So, also meinst du jetzt so, ne? Ja, so ungefähr. Ja oder nicht? Guck mal, das sieht ja schon ganz gut aus, der Turm. Die mittleren Dinger sind immer ganz gut, ne? Weil die keine Kanten haben. Der hier hat auch keine Kante, den kann man auch... Guck mal, das ist schon der Turm in der Mitte eigentlich. Der schiefe Turm von Pisa ist das irgendwie. Pizza. Ja! Das ist die Zielgruppe, die wir damit erreichen, jetzt wissen wir es mal. Bastelstunde, Leute. Das ist halt auch so, die Steigerung von so einem Burger hin zu einem Tempel im nächsten Video ist halt auch mal wieder typisch Revi, ne? So. Ja, das Burger-Ding hat echt gut funktioniert, lass mal einen Tempel machen. Jetzt. So, und jetzt kann man nämlich hier oben... Tomatenschwanz! Fertig, Leute, wir sind fertig, wir können alle gehen. Müssen wir nur gucken, wie wir das da unten unterfüttert bekommen, damit es gerade steht, ne? Ja. Warum hat ihr davon so ein Set? Billy hat ein Problem. Geht so und sowas machen wir dem Topf einfach. Okay, ja, ich würde dann, einfach, ne? Damit wir quasi das Ganze nochmal ein bisschen Stabilität reinbringen, würde ich einfach so quasi wie so Lehm aus Käse machen. Okay. Ich würde auch gleich noch eine Pfanne daneben stellen und die Tomatensauce vorbereiten. Ja, okay. Dann können wir das parallel köcheln lassen. Dann tu mal kurz die Augen weg. Riecht so heftig nach Essig? Deine Mutter riecht nach Essig. Hör auf jetzt. Deine Mutter riecht auch nach Essig? Sophie, magst du mir das Käse schneiden? Ich hätte jetzt eigentlich die Tomatensauce vorbereitet. Okay, ja, mag die Tomatensauce, das ist geil. Juhu, ich mag Tomatensauce. Wir müssen das rausholen. Leute, die Pizza. Die ist verbrannt. Nein!
Meine Hände verkrampfen. Ja, Alter, du brauchst Jahre jetzt dafür. Obwohl, das irgendwie, innerlich tut mir das gut. Das ist so ein bisschen befriedigend, dich das so machen zu sehen. Soll ich dir mal deinen Käse raspeln? Gerne. Das ist irgendwie so, weißt du, alles zwei Jahre lang rumgeschrien und uns schikaniert in diesem verdreckten Maul, das war Dena. Und das ist jetzt einfach so, ja, ich weiß. Ne? Und dann das. So, komm, guck mal hier, das ist schon mal ganz gut. Und damit machen wir jetzt eine schöne Flüssigkeit und das wird dann mit der Sahne. Boah, das läuft hier, das läuft. Guck mal, das war richtig geile Käsesoße. Die geile Käsesoße, guck mal. Oh, das ist ein richtiger Zement hier. Alter, das ist Käse-Stahlbeton, Jungs. Geil. Da können wir Hochhäuser mitbauen. Guck mal, so hast du dir das noch vorgestellt, oder? Ja. Oder? Ja, doch. Hat lange nicht mehr jemand von der Frau gesagt. Doch, nicht? Alles gut. Ist doch gut. Wollen wir den noch schwarz färben? Wollen wir nicht. Ich hab's ausprobiert, ne? Das funktioniert, aber es wird dann richtig ekelhaft. Wenn du da die Kohle reingibst, dann wird die so richtig, das wird so richtig bröckelig und ekelhaft. Nee, reicht. Gönnt euch den Scheiß hier. Ist das nicht geil? Nee. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Das ist jetzt eine Treppe? Das wird eine Treppe. Ich schneide das noch so schön ab, dass das dann so gleichmäßig ist und dann geht das so hoch. Ach so. Hä? Jetzt ich dachte das halt so angelehnt. Gönn dir. Das wird nichts zusammenhalten. Das ist einfach wie ein Kaugummi. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber es schmeckt sehr lecker. Es muss jetzt wie zusammengesteckt werden, okay? So. Schmeckt ein Zuckerteig, das kann man nicht anders sagen. Hier ist super lecker. Ne? Danke, freut mich. Und hier haben wir auch noch so Treppen. Und dann, wenn man das alles zusammensteckt, dann... Geh mal hier, Stecker. Stecker. Leute, Käse war noch scheiße. Wo ist der Stecker? Den Käse. Wir machen es vegan jetzt. Also ich würde das noch Wir haben kleine Stecker und das sind die... Warte, du hast die ganz Käse. Großen. Nimm doch nicht die riesigen. Wir schneiden das ab. Man muss hier einmal komplett durch, Bruder. Herz. So, und jetzt müssen wir hier einfach nur abschneiden. Siehst du? Passt doch. Der hätte einfach mal die Kleine annehmen müssen. Niemand hört auf mich, Mensch! Wer ist denn die Frau, die ganze Zeit redet? Die Olle da. Wen meinst du? Ich höre hier auch so eine Stimme. So ein Piepen die ganze Zeit irgendwas. So, aber die Grundform vom Tomatotempel steht tatsächlich schon mal. Und das sieht... Oh! Ist in meinem Fuß gelandet? Ja! Wir fahren mal eben ins Krankenhaus. Tschüss. Und das sieht tatsächlich ganz gut aus, oder? Ja, super. Findest du nicht? Also ich hätte es halt, wie gesagt, einfach noch ein bisschen schöner hier gemacht, aber... Komm mal hier, man kann jetzt auch hier mit einem richtig guten... Kurzer Abbild von der Käsefront, ja, läuft ganz gut, nur falls ihr euch fragt. Jetzt gehe ich nämlich richtig auf. Pass mal auf, Sophie. Oh, okay. Und in hier. Das hier, weil... Jeder weiß ja, Tomato-Tempel hat ja vorne so einen kleinen Balkon. Der kommt ja auch noch mit dran. Weißt du, den machen wir jetzt einfach hier so und dann stecken wir da noch ein paar Spießis durch. Guck mal, Alter, wie geil! Ey, wie geil, Mann! Okay, jetzt müssen wir nur die Tomate machen. Wie machen wir die? Und was machst du? Also, wirst du die ganzen Reste noch essen? Ja. Wirklich jetzt? Ja. Korrekt. Also auch hier wieder, wir haben keine Lebensmittelverschwendung, Sophie isst die ganzen Reste, aber das passt also. Okay, Tomate, jetzt muss die geil gemacht werden. Wie kriegen wir die geil, Sophie? Jetzt habe ich natürlich Pizzaschalk im Mund. Die Tomate hat ja ein Gesicht und das müssen wir da versuchen, mit einem Messer reinzuschneiden. Ja, ich schwöre, wir haben sogar die Schnurrbärte, guck mal. Ich wollte aber ein Champignon-Schnurrbart machen. Die Champignons legen wir da lecker mit drauf, damit, dann kommt die ganze Pizza nochmal für 10 Minuten im Backofen. Faule Sau, ey. Ja, faule Sau bin ich. Geile Sau auch. Der hat ja oben noch dieses Grünzeugs drauf, weißt du, was Der ich meine? Der hat doch Grünzeug. Das reicht ja nicht, das ist zu wenig. Deshalb machen wir ein bisschen mehr. Das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht, wir brauchen mehr Grünzeug. Das reicht uns nicht. Hey, das ist schon echt cool. Wie kannst du was wir eigentlich in unserer Behindertengehirn jetzt an Form trotzdem nice werden? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ich habe mir das ja auch jetzt nicht ausgedacht. Ja, sie war das tatsächlich. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, Sophie, jetzt ist Zeit. Jetzt würde ich sagen Tomatensoße. Sause, oder? Alter, das ist mega krass, ey. Boah, geil, das funktioniert alles wieder. Und ich hätte wieder. Und da können wir noch Mozzarella-Scheiben da drauflegen, ne? Ja, genau. Wie so eine normale Pizza dann so belegen. Ey, das ist geil. Ich würde sagen, Tomatotempel rein in den Backofen. Ja. Er steht! Jetzt ist die Pizzi fertig und wir können sie mal rausholen, Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht schon original geil aus. Also es sieht einfach nur schön aus. Geil, Alter. Jetzt muss da oben noch der Tomato-Gott drauf. Ja, Mann. So, ne? Genau. Die Hochzeit. Leute, schaut euch... Schaut euch das mal an hier. Nice. Das ist wirklich killer. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber, aber machen erst noch mal ins Handwerk. Kommt noch mal alle her. Ich würde sagen, erstmal fette Shoutout an dich, Sophie. Krank, dass du dich auf die Beine gestellt hast. Danke, danke. Gönnt euch auf jeden Fall das Video von Sophie rein mit dem Teig, weil das ist, glaube ich, echt krass, den zu färben, dass das auch so gleichmäßig aussieht, glaube ich. Ne? Also hat Spaß gemacht, das zu kneten. Ich bin meine Kann Hände man eigentlich auch mit Lebensmittelfarbe machen? Ja, aber ich wollte keine Lebensmittelfarbe benutzen. Kann ich verstehen. Allaktiv, Kohle ist gesund. Ich würde sagen, wir schneiden mal ein Stück ab. Freddy, bist du bereit? Mit Filzi? Ja, danke schön. Warte, die Mozzarella. Nee, das möchte ich nicht haben. Mozzarella. Allergisch. Ja, gar nicht. Kann ich nicht mehr essen. So, Sophie? Ich will da vorne das ohne Käse. Warte. Da. Oh, danke. Ja, Sophie hat ihr Stück auch schon. So, Mo kriegt auch ein Stück. Das ist wie so eine Fahne. Ich würde sagen, Geschmackstest, auf geht's. 3, 2, 1 und go. Meine ist halt schon knusprig, aber das finde ich irgendwie geil. Ist richtig lecker. Ich merke, eine richtig gute Pizza. Die Tomatensauce ist richtig gut. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Ready?
Das ist ja scharf. Ich hab gerade so eine Peperoni. Jetzt bist du aber selber schuld auch, ne? Boah, das kriegen wir noch komplett weggegessen, das Ding, Alter. Also ich find's saulecker. Also ich nehme jetzt mal auch mal. Ich hätte gerne noch mehr als nur so ein kleines Stück. So wie, weißt du, was scharf ist? Ich find's ultra lecker. Mhm. Magst du nicht, Freddy? Warum muss ich das denn jetzt nicht die ganze Zeit mögen? Ich mag das. Super geil. Aber Moment, ich mag das nicht. Was wolltest du sagen? Ja, assi. Ah, geil. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Ja, siehst du mal hier. Genauso wie der Burger letzte Mal. Das ist einfach echt. Das ist Tomato-Tempel als Pizza. Und ich würde sagen, Leute, wir reißen Tomato-Tempel jetzt ein. Mo, das ist dein Stück hier noch. Das war's mit diesem wunderschönen Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Wir haben auf jeden Fall so ein ordentliches Stück Pizza vor uns hier. Aber geil. Das geht echt gut rein. Das schmeckt. Wir schmeißen jetzt gleich alles weg, ne? Aber es läuft noch. Wir haben bis zum nächsten Mal. Lass doch ein Like da und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schaut da rein und schaut unbedingt bei Sophie und bei Freddy vorbei und bei Mo und bei Ilja und nach alle, die hier sind, und bei Thomas auch. Ey, der hat 90% des Videos geschlafen. Der kriegt einen Shoutout. Ich, ganz ehrlich. Das war's, Leute. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.